Servus und Habitere, willkommen. Wir sind in Denika. Ich habe mich heute Nacht ein bisschen verirrt, habe mir auch schon Dung gekauft und Dünger. Denn ich lege noch ein Feld an. Außerdem habe ich noch ein paar Beeren eingesammelt, da die netten Leute hier noch nicht wach waren, als ich ankam. Genau. Und wir haben neue Leute hier rumsitzen und wir gucken mal, wen wir denn das sehen. Das ist die Casimira. Otto. Naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Gertruda. Hallo, Gertruda. Wer bist du? Du bist die Gertruda. Aber dich kann ich leider auch nicht brauchen. Dann gucken wir mal ganz kurz hier rein. Bist denn du schon am Arbeiten? Nein, die ist noch nicht am Arbeiten. Schauen wir mal. Da ist die Mathilda. Mathilda, halt, bevor du losgehst. Ich hätte noch ein Anliegen. Und zwar hätte ich nicht nur einen Rucksack, sondern gerne eine Tasche. Eine große Tasche. Ausrüstung wird an Schneidertisch näher reingestellt. Ah ja, nicht mit Rucksäcken stapelbar. Okay. Kleine Tasche. Nicht mit Rucksäcken stapelbar. Schade. Gibt es denn da nicht auch irgendwas, was wir da noch... Nee. Haben wir denn da nichts, was wir da noch als Tasche da reinbringen? Das ist der Rucksack. Den hier haben wir. Aber ich habe ja, wenn ich mir hier mein Inventar angucke, halt, ich werde gerne auf Wiedersehen. Pass auf, habe ich ja hier noch Platz für eine Tasche oder täuscht es? Oder was ist das? Das hier ist mein großer Rucksack. Hier, er hier. Was ist er denn? Hier. Einfacher großer Rucksack. Jetzt halt, geh nochmal her. Geh nochmal her. Zeig mir nochmal deine Waren. Der einfache Rucksack plus 15. Einfacher großer Rucksack plus 20. Der plus 10. Genau. Ah, nicht mit Rucksäcken stapelbar. Der Beutel. Einfache Tasche. Schwingstab, Beutel. Nicht mit Rucksäcken stapelbar. Dient der Erhöhung des Tragegewichts. Das heißt, große Tasche plus 10 Gewicht, aber dient der Erhöhung des Tragegewichts, jedoch nicht mit Rucksäcken stapelbar. Schade, schade, schade. Hier, kleine Tasche. Nicht mit Rucksäcken stapelbar. Aber wisst ihr was? Das ist das Geisymbol. Ich kaufe mir da jetzt eine und wir gucken, was passiert. Wiederschauen. Bis dann. Und ich schaue mal kurz rein, ob ich die nicht anlegen kann. Doch, kann ich. 73 Kilo. Plus 3 Kilo. Die kleine Tasche. Warte mal. Habe ich denn noch ein bisschen, zeig mir deine Wand. Habe ich denn für eine Tasche, was haben wir denn hier? Beutel, 3 Kilo. Wo haben wir denn die große Tasche? Plus 7 Kilo. 330, also leisten könnte ich sie mir noch. Gibt es denn noch was Größeres? Nein, ist die kleine Tasche, aber dann will ich ja die große Tasche. Wir kaufen uns die. Die kleine Tasche lassen wir mal da. Dann bleib mal du schnell da. Ich möchte jetzt hier die kleine Tasche ablegen. Die große Tasche ausrüsten. 80 Kilo. Okay. Halt, die nehmen wir mit. Die verkaufen wir wieder. Mein Gutste. Zeig mir deine Wand. Wo ist jetzt die kleine Tasche? Hier.
Ja gut, haben wir heute mal fast 90 Verlust gemacht, ist aber nicht so schlimm. Ich bin jetzt schlau. Ich kann jetzt 80 Kilo tragen. Hast du einen Moment Zeit? Ah, vergiss es. Wiedersehen. Gut, ich würde mich jetzt mit etwas mehr Gewicht, das ich ausrüsten kann, Richtung ein Hutschbär, Richtung Heimat aufmachen und sammle hier noch ein paar Beeren. Und wir sehen uns dann gleich, weil ich möchte nämlich noch auf jeden Fall ein Ding machen, einen gemütlichen, pass mal auf, wir sammeln jetzt da, ich nehme euch jetzt mit, dann seht ihr mal, was da so alles läuft in der Nacht, so machen wir es, das ist nämlich hier ein gegrindet, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, und zwar gar nicht ohne, zack, zack, schaut's her, und die Beeren, die brauche ich im Endeffekt alle, weil ich noch keinen Dung habe. Und ich habe mal ausgerechnet, wenn alles gut läuft, dann brauchen wir so um die 600, das heißt 6000 Beeren. Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Bin ich denn überhaupt noch richtig? Ich bin natürlich falsch. Und weil es so schön war, ist da 100%. Jo, passt. Wir gehen da runter. Da haben wir dann den nächsten Bärending. Genau. Da geht es dann wieder weiter. Einmal gegrinde. So. Und mit dem Flachs dürften wir dann im Herbst so viel Geld haben, dass wir unsere ersten Obstbäume kaufen. Und eventuell dann auch noch ein paar andere Dinge. Also der Plan ist, im Herbst Obstbäume zu pflanzen. Und zwar nicht gerade wenige. Also müssen wir schauen, dass wir ein bisschen Geld sparen. Und noch ein Flachsfeld anlegen, weil Flachs haben wir noch. Und Flachs hat halt den riesen Vorteil. Ich kann noch was draus bauen. Und herstellen. Und meine zukünftige Frau. Oh. Oh oh. Hallo Schwein. Hey. Dann bleibst du weg. Finde ich ganz gut. Muss ich mich nämlich nicht ärgern mit dir. Gut, dann auf, noch ein Stück weiter. Ich habe jetzt immer richtig, genau, wir sind richtig. Dann sammeln wir hier jetzt alle Beeren ein. Haben wir hier noch was Sau, da hinten was Sau rum, aber die tut mir jetzt nichts. Die ist weit genug weg, hoffentlich. Genau, also ich glaube, ich habe jetzt um die 2000 Beeren. Und 3000 wären ganz gut, dann wäre theoretisch die Hälfte von unseren Feldern einmal versorgt. Mit, ganz. Oh, ich wusste. Du Drecksding, du Blödes. Komm her. Halt. Halt. Oh. Weg, 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 weg. Ich habe ja ein paar, Breitwegerich habe ich dabei. In so ein Mistviecher. Eigentlich kerzt mal jetzt. Aber ich bin ja ein netter Kerl und deswegen darfst du weiterleben. Nein, darfst nicht. Da bleibst. So. Mistviech, da waren nur zwei. Zack. So, jetzt breitwegerich, mal schnell drei Schweine über einen Haufen kaut. Dann nehmen wir das natürlich mit, weil das ist gut. Dann ist daheim nämlich auch wieder viel genug Fleisch im Lager. Wenn nicht der Jäger jetzt dank dem Trinkschlauch wieder normal arbeitet, das sehen wir aber jetzt gleich. Wir brauchen ein bisschen breitwegerich und dann nehmen wir uns da noch die Beeren mit. Davon liegt's. So, da la. Jawohl. Wäre cool, wenn die auch Ferkel hätten. Also so kleine, die man dann irgendwie einfangen könnte oder so. Aber ja,
Beeren, Beeren, Beeren. So. Gut, dann geht's wieder weiter Richtung Heimat. Schauen wir mal kurz da mal. Genau. Da mal breit. Breitblättrigen Wegerich. Komm her. Zack. Wäre es aber auch schwer zum Singen. Hallo, Hase. Also ohne diese Sicht hätte ich ja echt das Problem, das Zeug zu sehen. Das ist noch schlimmer als die Steine. Gut. Auf Richtung Heimat. Mal schauen, ob wir noch an irgendwelchen Bären vorbeikommen. Also Bären, nicht Bären. Da haben wir noch welche. Die sammeln wir natürlich auch noch ein. Umso mehr, umso besser. Also es ist essentiell wichtig, dass man ziemlich am Anfang vom Early Game nicht so viel Geld wegspart um den großen Rucksack. Der ist so viel wert. Ich hätte mir die Tasche wahrscheinlich auch schon eher holen sollen. Aber gut. Lebensmittellager 2, jawohl. Leute, das heißt, wir können das Lebensmittellager 2 bauen. Das werden wir dann jetzt in dieser Folge auch noch in Angriff nehmen. Sehr nice. Okay, dann kann ich das 1 eigentlich abreißen. Genau, jetzt sind wir überladen. Jetzt muss ich nur schauen, was ich rauswerfe. Denn die unwichtigen Dinge lassen wir jetzt mal hier. Also, was haben wir denn? Dünger, Holzschale. Wir sind um 1, weiß der Geier was, überladen. Die Stöcke können wir ebenfalls rauswerfen. Und schon sind wir wieder gut. Auf, ab nach Hause. Und dann bauen wir unser Lebensmittellager 2. Eigentlich eh ganz gut, weil dann haben wir nämlich, sehr schön, Schatzi. Man sieht es von hier aus schon. Also wir werden hier auf jeden Fall noch um einiges größer werden. Aber gut, alles zu seiner Zeit. Das kommt jetzt nach woanders hin. Hier war ich schon. Keine einzige Beere mehr. Da vorne auch keine mehr. War schon fleißig. So. Eieiei, jetzt wenn ich hier noch ein Feld auch noch anlegen will. Oh ja, das machen wir jetzt gleich noch. 2, zack, abreißen. Wo ist denn mein Destroy? Okay, und dann haben wir hier ungefähr... Zack, zack, genau. Hier, okay, an der Ecke. An der Ecke. Super. 1, 2, 3, 4, 5. Und mal 10. Zack. Haben wir schon angelegt. Gut. Da müssen wir ja noch sagen, was sie damit machen sollen. Die sollen. Ja. Management. Zack. Das hier wird ebenfalls ein Flachsfeld. C. So, zack. Escape akzeptieren. Wunderbar. Mal schauen, wie weit das sie kommen. Es ist ja jetzt schon kurz vor Mittag. Den werden wir auf jeden Fall unter die Arme greifen. Das ist fertig. Das ist fertig. Dann sind es jetzt hier 3 Felder Flachs. Hier unten haben wir leer. Da ist jetzt eine Hafer dran. Dann ist das Mond, das ist Flachs. Und dann gibt es noch ein Flachsfeld. Also das wird richtig viel. So, wir sind dreckig. 900, 600, 600 und jetzt kommen noch mal ein paar dazu. Nochmal 600, jawohl. Dünger und Dung haben wir auch noch. So, darf ich mal schnell her? Ah ja, ich stelle jetzt mal schnell Dünger her. Du musst jetzt mal kurz warten, mein Gutster. Und dann richten wir dir das Feld noch her und dann haben wir noch die... Ja, so machen wir es. Dann bauen wir noch die Ding schnell. So, jetzt passt's auf. Da hinten lag noch Rundholz. Dann richte ich mir nämlich jetzt die Hake her. Dann machen wir hier nämlich mal einen auf. Zack. Zack. Genau. Ich hau mal schnell das Feld durch. Bis gleich. So, da, jetzt geht's auf. Das Feld ist angelegt. Die düngen das jetzt gerade. Und sie hoffen, also ich hoffe zumindest, dass sie es hinkriegen, dass die ganze Schose dann auch. Rundholz nur 18 Stück. Okay. Schauen wir mal. Wir nehmen uns mal 12 mit.
Ich hoffe, dass sie dann auch die Chance alles angesät kriegen. So, das Lebensmittellager kommt hierhin. Neben die Taverne. Zwar auf diese Seite hierhin. So wäre die Idee. Dann ist das zentral. Alle können hinlaufen von hier, von da. Es ist neben der Taverne. Hier geht man durch. Hier kommt es hin. So ist die Idee. Gebäude. Speicher. Lebensmittellager 2. Und zwar. Schauen wir mal. Ausgerichtet ist es. Hier hin. Zack. Und dann bauen wir das gutste Ding. Was brauchen wir denn dazu? Rundholz. Richtig viel Rundholz. Jetzt hat natürlich der das alles in Bretter umgewandelt. Zack. 1, 2. 3. 4. Okay. Das heißt für uns wahrscheinlich auch noch Rundholz-Flippen. Jetzt, wenn ich den noch schnell umstelle, dass er nur noch Rundholz macht, weil Bretter reichen leicht. Das sind 8, 16, 32. Genau, den stellen wir jetzt noch schnell um. Unseren gutsten Gewinn um. Mit Schuppen. Bretter gar nichts. 100%. 6 in der Stunde. Das könnte glatt hinhauen. Gut. Dann schauen wir mal. Weil das ist jetzt richtig, richtig viel, was da rausgeht. Und heute, ja genau. Voilà. Zack. So. Ah, haben wir sogar noch was übrig. 4, 8. Oje, das sind richtig viel Rundholz. Das wird er nie schaffen. Das heißt, wir werden die Bretter da nochmal zurücklegen, die wo wir da noch haben. Hier. Und dann holen wir uns Rundholz. Und zwar werden wir da drüben abholzen. Und dann hoffen wir, dass das Zeug auch wieder wächst. Aber ich glaube, das sehen wir jetzt dann spätestens im Jahr 5 da drüben. Wenn nicht, dann in der Brustmahlzeit. Gut. Ah, und es wird Zeit, dass wir im Sommer jetzt dann gucken, dass wir irgendwo noch Eisen her, beziehungsweise Kupfer und sowas herkriegen. Weil diese Steinäxte, die gehen irrsinnig auf Lebenszeit. Also das heißt, da ist es hat einfach, das Zeug hält nichts. Kann man ganz klar sagen. Es hält nichts und kostet viel zu viel Energie. Am Fall um. Baum. Da haben wir den nächsten. Also ob wir mal einen Schwung schon fertig haben. Nehmen wir uns dann mit. Zack. Ja, schön. So. Zack und zack. Rundholz einpacken. Und da sieht man mal, wie wichtig es ist, dass man relativ früh diesen Rucksack hat. Ja, man kann halt einfach viel mehr schleppen. Es ist eine Wohltat, wenn man sieht, wie viel Rundholz ich einfach einpacken kann, ohne dass ich 400 Mal hin und her laufen muss oder das irgendwo rauswerfen. Zack, zack. Jawohl. Wir werden dann auch sauber überladen sein. Also zumindest ist das der Plan. Ich werde dann gleich die Axt dann Gerst aufgeben, dann werden wir uns noch zwei Steine irgendwo organisieren müssen. Und da haben wir, glaube ich, wird auch drauf gehen bei der ganzen Aktion. Also nehmen wir so ein paar Stück gerne mit. Obwohl, da haben wir viel genug. Genau. Ah, da haben wir schon den ersten Stein. Und da vorne liegt der zweite. Jetzt komm. Fahren. Zack. Und noch ein Stein. Jawohl. Und noch einer. Dann machen wir uns jetzt gleich noch die Axt und noch einen Hammer. So, einmal die Axt. Und einmal den Hammer.
Und dann sollte es hoffentlich so sein, dass wir die 31 Rundholz relativ schnell verbauen und dann uns sofort weiter den nächsten Sachen widmen. Ah, den Speer möchte ich natürlich irgendwie, diesen Fischerspeer müssen wir noch irgendwo einlagern, genauso wie ein paar Messer, damit unsere Gutste fischen kann. So, jetzt lauf auf. Ja, da geht schon ein bisschen was. Ja, da wären wir heute auf jeden Fall fertig. Hopp. Okay, 2. 10, 12, 17 und innen drin sind es 3, 1, 18 und 8, 1, 26. Die kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Dann werden wir hier unten leider noch ein paar Ahorn wegholzen müssen. Aber gut. Hilft ja nicht. Ah ja, warte. Bauen wir hier gleich drauf. Alles gut, dann ist nämlich die Ausdauer gleich wieder höher. Zack. Sehr schön, dann holen wir uns hier die zwei Rundholz. Bis dahin ist der da nicht umgefallen. Dann kriegst du jetzt eine Entholzung im Stehen. So. Und hier noch, jawohl. Mal gucken, ich glaube irgendwas mit 26, gell? Das sollte eigentlich relativ zügig jetzt haben. Also der Holzhunger ist schon gigantisch in dem Game. Jetzt haben wir erst, okay. 15. Also auf jeden Fall noch ein paar Ahorn. Haben wir da noch irgendwas rumliegen? Ja, da vorne so ein Stück. Ah. Egal, wir holzen einfach alles ab. Sehr schön. Dann geht es nämlich schon wieder in den Sommer. Also das geht hier alles relativ flott. Zwei Stück noch. Die Stöcke, die wir da jetzt eingepackt haben, die sind relativ schwer. Ich glaube, ich habe auch noch 24. Genau, die hier, das sind 9 Kilo. Die haben wir jetzt mal raus. Da haben wir hier noch ein Ahorn um. Und dann sollten wir das Lebensmittellager 2 fertig haben. Hey. Sehr schön. Okay, auf zu unserem Lebensmittellager. Dann ist das jetzt auch fertig. Und die Sonne geht schon wieder unter. Eieiei. Ich werde noch ein paar Beeren sammeln. Das auf jeden Fall. Richtung Gustovia für die Nacht. Dann hoffe ich, dass uns jetzt hier die Dinger reichen. Ja, hallo. 1, 2, 3. Jawohl. Hast richtig gezählt. Sehr schön. Dann ist jetzt unser Lager fertig. Da ist natürlich jetzt alles drin. Aber jetzt können wir hier 1,5 Tonnen Lebensmittel lagern. Also da ist auf jeden Fall mal Platz. Gut. Sehr schön. Dann geht's auf und ich müsste fast noch eine Kleinigkeit essen. Hm? Aber ja, doch. Wir holen uns hier noch aus dem Lebensmittellager. Jetzt war ich hier gerade in einem drin. So, komm her. Wir holen uns hier noch gebratenes Fleisch und zwar so viel, dass es gerade reicht. Also ich mache ein 108 Stück. Eieiei. Ich glaube, 6 Stück dürften rein. Das sind 36%. Etwas ist denn da rot gewesen?
Was war denn da als rot? Achso, nein, das war bei mir. Gut. Eierrücken können. Okay. Gut, dann haben wir uns was zum Essen rennen und gehen auf die große Jagd. Das Fleisch tun wir mal da zurück. Das ist auch was, was ich eigentlich vorhin schon wegtun hätte sollen. Johannesgrab brauchen wir auch nicht. Die Feder, die Holzschale, Leder, Steinstock. Das kommt alles unten ins große Lager. Und genau. Ich würde mich dann, da geht die Sonne unter, verabschieden für diese Folge. Ich muss auch noch kontrollieren, ob die da alles erledigt haben, aber da haben wir vorsichtig optimistisch. Schauen wir mal. Das ist dieses, nee, haben sie nicht hingekriegt. Okay, ich glaube, die haben keinen Dünger mehr. Es ist kein Dünger mehr da. Genau, das sind jetzt noch, hier sind es 5, 6, 7, 8. Genau, es ist irgendwie kein Dünger mehr da. Ich kann noch mal gucken, aber ich würde mich dann verabschieden und in die Nacht abhauen. Noch ein wenig Beeren sammeln, damit wir hier noch auf jeden Fall Dünger für die nächste Saison haben. Und euch dann willkommen heißen wollen zur nächsten Folge. Bis dann, euer Fuchs.